Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit Marco Färber begrüße ich Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Dieses Gerät hier, das Mobiltelefon, ist etwas, das wohl die meisten von uns kaum mehr missen möchten. Aber gleichzeitig gibt es wahrscheinlich nur weniges, das uns dermaßen häufig auch auf die Nerven geht. Sei es, weil es genau in dem Moment klingelt, wenn wir endlich wieder etwas Ruhe haben wollen. Sei es, weil es kaum mehr einen öffentlichen Ort gibt, an dem wir nicht unfreiwillig mithören müssen, was andere meist lautstark dazu am Telefon zu berichten haben. Lust und Frust der modernen Kommunikation. Unser Gast hierzu ist Miriam Meckel, Professorin für Kommunikationswissenschaften, Corporate Communication genau, an der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen, Frau Meckel, bei NZZ Standpunkte. Danke sehr. Frau Meckel, wie reagieren Sie, wenn es bei Ihnen in der Vorlesung klingelt? Wenn es mein eigenes Handy ist, bin ich stark betroffen, weil ich das normalerweise ausmache und es dann vergessen hätte. Wenn es das Handy eines Studenten oder einer Studentin ist, gibt es dazu eine sehr klare Ansage, dass das nicht das zweite Mal passiert. Oder das Telefon wandert aus dem Raum und der Student dann auch mit. Das haben Sie bei der ersten Vorlesung so kommuniziert, dass Sie, Ihre Studenten wissen das? Die wissen das, glaube ich. Und je nach Humorstatus des jeweiligen Tages kann ich dann auch mal anders darauf reagieren. Aber ich erwarte schon, dass die Konzentration in der Vorlesung dann auf den Vorlesungsinhalten liegt und nicht auf dem Handy. Jetzt klingelt es ja nicht nur. Es kann ja auch sein, dass man es lautlos stellt und man SMS oder ein E-Mail beantwortet. Stört Sie das? Also wenn ich anfange, intensiv darüber nachzudenken, sage ich ja, wahrscheinlich stört es mich. Auf der anderen Seite kenne ich mich selbst, so wie wir uns alle kennen. Und wenn man in Konferenzen sitzt, in Vorträgen sitzt, passiert es mir auch gelegentlich, wenn sozusagen der inhaltliche Gedanke klar ist, dass ich dann vielleicht doch nochmal aufs Handy gucke und eine SMS schicke. Und was man selber nicht als eigenen Standard wirklich immer durchhalten kann, das kann man natürlich auch schwer als Standard von anderen verlangen. Also wenn jemand es sehr dezent macht in der Vorlesung und dann mal eine SMS schickt, sei es drum. Wenn jemand erkennbar abgelenkt ist, und das sehen Sie sehr genau, weil die Menschen in ihrer Verteilung von Aufmerksamkeit beobachtbar sind, dann sage ich was, und zwar laut und deutlich. Nun haben Sie, habe ich gelesen, ja zwei Mobiles. Eines genügt Ihnen nicht. Ja, weshalb zwei? Ja, ich habe zwei Mobiles, weil das eine ist ein BlackBerry und ein dienstliches Gerät, mit dem ich also E-Mails mobil empfangen kann, wenn ich es denn möchte. Und das dann eben auch zu Arbeitszeiten angeschaltet ist, wo ich, wenn ich unterwegs bin, schnell mal mit meinem Sekretariat zum Beispiel Dinge klären kann. Das andere ist ein privates Mobile, was ich wirklich dann auch privat nutze. Und diese Nummer haben dann auch nicht alle Menschen, die mich vielleicht erreichen möchten, sondern Familie, Freunde. Und das ist ein bisschen eine Steuerung von Kommunikationsanfragen, weil ich dann das BlackBerry irgendwann ausmache und das private Telefon aber gern benutze, weil ich bin zum Beispiel eine ziemlich wilde Simserin. Also SMS ist mein Medium, mein Kommunikationsmedium, und das möchte ich dann mit Freunden und Bekannten eben auch abends machen können, aber ich möchte dann nicht unbedingt in beruflichen Dingen angerufen werden. Wie simsen Sie? Wissen Sie die Anzahl der SMS, die Sie täglich in die Welt schicken? Ich bin nicht sicher, ob ich das Leute, wirklich verraten sollte. Ja, also Hunderte sind es nicht, aber ich simse schon relativ viel. Durch die Tatsache, dass ich ja sozusagen auch beruflich sehr viel meinen Wohnort gewechselt habe, habe ich halt viele Freunde in unterschiedlichen Teilen der Welt. Und dann ist es eine schöne Form, Kontakt zu halten. Selbst mit meinem Vater, der inzwischen 80 Jahre alt ist, simse ich. Und er simst auch ganz begeistert zurück. Und das ist einfach, das ist eine schöne Kommunikationsform, die auch nicht stört, weil der andere entscheiden kann, wann er darauf reagiert und wann er sie liest, die SMS. Fühlen Sie sich aber gelegentlich auch terrorisiert durch Ihr Mobile oder durch diese ständige Erreichbarkeit? Ja, also ich finde Telefonanrufe, die in Momenten kommen, wo man gerade mit anderen Dingen wirklich intensiv beschäftigt ist, sich wirklich versucht zu konzentrieren, sind extrem störend. Und mich macht das auch irgendwann dann wütend, wenn ich permanent aus einem Gedankenfluss wieder rausgerissen werde. Deshalb habe ich versucht, mir anzugewöhnen, wann immer ich wirklich konzentriert mich mit Themen auseinandersetze oder auch ein Gespräch führe mit jemandem, auf das ich mich konzentrieren möchte, dann mache ich die Geräte aus. Warum simsen Sie? Ich frage jetzt nicht, wie man simsen schreibt. Das ist ein lustiges Wort. Aber warum senden Sie SMS? Das sind ja Kurzbotschaften. Maximale, glaube ich, Zeichenanzahl 160. Also da kann man wirklich nur das Nötigste vermitteln.
warum rufen Sie nicht direkt an? Ihrem Vater beispielsweise. Ja, also meinen Vater rufe ich schon gelegentlich an und dann reden wir auch lange am Telefon. Und das ist natürlich was anderes. Es ist noch mal was anderes, zusammenzusitzen bei einem Glas Wein und sich zu unterhalten. Also diese unterschiedlichen Kommunikationsformen haben unterschiedliche Qualitäten. Aber ich simse, weil ich eben Kommunikation als Angebot und nicht als Störfaktor von mir aus in die Welt schicken möchte. Und so empfinde ich es auch umgekehrt. Wenn mir jemand eine SMS schickt, dann habe ich die Chance, drauf zu gucken oder es zu lassen, jetzt oder später. Und es stört mich nicht, weil ich habe das dann auf lautlos in der Regel sowieso, weil ich lautes Klingeln von Telefonen nicht mag. Und das ist eine mir angenehme Kommunikationsform. Und so wie der Mensch eben ist, transferiert er die eigenen Empfindungen des Angenehmen dann auch auf andere Zusammenhänge. Und ich empfinde Telefonate als störend, weil sie mich oft in irgendeinem Zusammenhang eben unterbrechen. Und so denke ich, tue ich das bei anderen auch. Also simse ich oder maile, weil das die stillere und die sozusagen flexiblere Form ist. Jetzt kann man sich dagegen einwenden, dass die Kurzbotschaft, das SMS, das Mail ist auch unpersönlicher. Es hat vielleicht nicht die gleiche, ich sage jetzt mal Tiefe, die gleiche Qualität wie ein persönliches Gespräch. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass eine SMS grundsätzlich unpersönlicher ist. Also ich kann mir sehr viele SMS vorstellen, die sehr, sehr persönlich sind. Und ich glaube, davon floaten auch Hunderttausende durch unser Netz jederzeit. Weil die Menschen eben heute auch Beziehungsbotschaften, Liebesbotschaften ja über SMS vermitteln. Die sind kürzer, aber deshalb müssen sie nicht zwangsläufig unpersönlicher sein. Ich habe festgestellt, das gilt für SMS, das gilt auch für diese neuen Medienformen wie Twitter zum Beispiel, wo man 140 Zeichenbotschaften in die Internetwelt senden kann. Sie fangen an, anders über die Botschaften nachzudenken. Also das, was Tucholsky mal gesagt hat, ich hatte leider keine Zeit, mich kurz zu fassen, ist im Grunde das, was beschreibt, was im guten Sinne in dem Zusammenhang passieren kann. Wenn ich mich fragen muss, wie schaffe ich es in einer SMS, eine Botschaft so zu formulieren, dass das Wichtige rüberkommt, ich trotzdem bestimmte Gebote der Höflichkeit oder der persönlichen Ansprache umsetzen möchte, dann muss ich mich sehr konzentrieren. Und manchmal fokussiert das die Sprache und es fokussiert auch die Kommunikation und die Botschaft, die darin steckt. Sie würden meinen, SMS zwingt zur intellektuellen Disziplin sogar. Wenn man sich darum bemüht, ja. Es gibt natürlich alle möglichen Formen, total nachlässig zu kommunizieren. Jugendliche tun das oft, aber die wissen auch, dass das eine Sonderform der Kommunikation ist, die sie gelegentlich auch dann eben verändern müssen. Wenn man will, kann man eine SMS genauso vollendet formulieren, wie Sie einen Brief formulieren können, nur dass sie kürzer ist. Ich habe jetzt den Eindruck, dass Sie offenbar Ihre Kommunikationswelt einigermaßen im Griff haben. Mobile, Internet, es gab mal eine andere Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich zitiere einen Satz von Ihnen. Ich war immer online, immer auf Standby und immer erreichbar. Aber ich war eigentlich nie mehr richtig da. Ich glaube, das hat Anlass gegeben, dass Sie dann ein Buch geschrieben haben, dieses Buch. Dieses Glück der Unerreichbarkeit hat Ihnen durch das Buch geholfen, Ihre Welt in den Griff zu bekommen. Ja, tatsächlich ist das so. Also dieses Buch hat sozusagen im Schreibprozess zweierlei bedingt. Das eine ist, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, was ich persönlich erlebt habe, als eines, das mich irgendwie betrifft und das mich auch zum Teil wirklich unglücklich macht. Diese permanente Beherrschtsein durch kommunikative Anforderungen von außen. Und ich habe dann in ganz vielen Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen festgestellt, ich bin nicht alleine in diesem Problem oder mit diesem Problem, sondern anderen Menschen geht das auch so. Also die inhaltliche Auseinandersetzung ist das eine. Und das andere ist, dass ich dann im Schreibprozess festgestellt habe, ich kann mich so reorganisieren, dass ich Kommunikation anders handhaben kann. Ich habe das Buch also über 3 Monate geschrieben, immer morgens, so zwischen 6 und 9 oder 10, wenn die Welt ansonsten noch nicht so ganz erwacht ist und noch nicht auf einen einströmt. Und dann habe ich alle anderen Kommunikationskanäle abgeschaltet und mich wirklich darauf konzentriert, zu lesen, zu schreiben, und habe dann festgestellt, wie produktiv man sein kann, wenn man den Fokus hat und die Konzentrationsfähigkeit hat und nicht ständig abgelenkt wird. Hat sich denn Ihr Kommunikationsverhalten durch das Schreiben des Buches verändert? Ja, es hat sich relativ weitreichend verändert. Also wir haben eben über das Telefonieren gesprochen. Ich telefoniere wirklich äußerst selten. Natürlich sind bestimmte Sachen einfacher telefonisch zu klären. Ich suche dann aber fast lieber das persönliche Gespräch, die direkte Kommunikation. Und ich habe relativ strikt mir bestimmte Regeln auferlegt, von denen ja auch einiges im Buch beschrieben ist, wie ich versuche, meinen Kommunikations
Zusammenhang zu strukturieren, um mir eben die Freiräume und Konzentrationsphasen zu schaffen, von denen ich eben gesprochen habe. Wir werden Sie dann auch um einige Regeln oder Rezepte im Verlauf dieser Sendung aus diesem Buch bitten. Wir reden ja in dieser Sendung vor allem über Mobile und Internet, die modernen Kommunikationsformen. Wir haben zwei ganz kleine Grafiken vorbereitet, die zeigen sollen, oder wie diese beiden Medien für uns, welche Bedeutung sie in den letzten Jahren gewonnen haben. Das ist hier die Mobilfunkteilnehmer pro 100 Einwohner. Das zeigt, in den 90er Jahren zu Beginn, da hatte praktisch noch niemand ein Mobiltelefon hier in der Schweiz. Und mittlerweile hat jede Person sogar mehr als eines. Also es gibt mehrere Leute wie Sie, die zwei oder drei haben. Das zeigt die enorme Entwicklung in den letzten Jahren. Und das hier ist die Nutzung des Internets. Bevölkerung ab 14 Jahren, mehrmals pro Woche, von wenigen Prozent vor 10 Jahren, jetzt doch 80% der Bevölkerung sind mehrmals die Woche auf dem Internet. Da befinden wir uns etwa im europäischen Mittel, die Schweizer, ist das richtig? Ja, im unteren Mittel. Und wenn Sie das natürlich mit dem angloamerikanischen Raum vergleichen, also vor allen Dingen mit den USA, dann sieht es anders aus, weil dort sozusagen die Durchdringung noch viel weiter ist. Und mehrmals pro Woche ist ein Kriterium. Die Frage ist, wie lang am Tag bin ich online? Das ist die Frage, die sich zum Beispiel in den USA inzwischen eigentlich stellt. Weil die Menschen fast ja parallel in der realen Welt und in der Netzwelt leben. Also es gibt Menschen, die wirklich von morgens bis abends den Computer offen haben und eigentlich permanent über Weblogs, über Facebook, über Twitter mit der Außenwelt oder der Innenwelt des Netzes, wie immer Sie das nennen wollen, kommunizieren, zusätzlich zu dem, was sie tun. Das heißt, wir haben noch Ausbaupotenzial und das wird auch auf uns zukommen, auf uns Schweizer. Das ist übrigens nicht nur für die Schweiz der Fall. Also das gilt für den gesamten deutschsprachigen Raum, es gilt für viele andere europäische Länder. Aber das wird kommen. Also wir werden eine 100% Durchdringung irgendwann mit dem Internet bekommen. Und die Frage ist dann nicht, hat jeder Zugang und nutzt es, sondern wie lange nutzen es die Menschen und wie nutzen es die Menschen in der Integration in ihr alltägliches Leben? Gibt es da Zahlen in der Schweiz? Ich glaube, im Moment gibt es die nicht. Wir haben sie vergeblich gesucht, also ja, die Länge der Nutzung. Genau, die Nutzungslänge gibt es im Moment noch keine eindeutigen Zahlen. Das Problem ist ja auch, dass sie sowas sehr regelmäßig erheben müssen, damit man die Veränderung, die sehr schnelle Veränderung, die in diesem Feld ja geschieht, auch wirklich abbilden kann. Das ist eine ganz interessante Frage, ob das nicht inzwischen eigentlich der Medienforschung ganz eng dazugehören müsste und man das einfach zwangsläufig miterheben müsste. Also wenn man schaut, was alles da statistisch in der Schweiz erhoben wird, müsste man eigentlich sagen, das auch. Genau. Ja. Markus. Wenn man diese Grafiken ansieht, dann kann man ja vielleicht auch sich fragen, ist es eine technologische Entwicklung oder durch die Technologie getriebene Entwicklung? Also es gibt mehr Mobiltelefone, ja. Das heißt aber nicht zwingend, dass mehr geschwatzt wird, weil einfach die Festnetznutzung zurückgeht. Oder ist es wirklich so, dass der Mensch eigentlich ein tiefsitzendes Bedürfnis hat, sich auszuteilen und in den letzten, ich weiß doch auch nicht, 2000 Jahren dieses Bedürfnis nicht ausleben konnte und jetzt dank diesen neuen Technologien irgendwo der Zapfen ab ist, der Korken rausgeflogen ist und jetzt sprudelt es und man hat unglaublich viel Nachholbedarf. Als Kommunikationswissenschaftlerin, was sagen Sie da? Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Also die technischen Möglichkeiten, die uns heute, wo immer wir sind und zu welcher Tages- oder Nachtzeit wir Lust dazu haben, Kommunikation ermöglichen, sind das eine. Es ist natürlich sehr viel günstiger geworden. Ich erinnere mich noch, in meiner ersten journalistischen Phase bin ich mit einem C-Netz-Mobiltelefongerät, das war ungefähr so groß wie mein Dreitageskoffer, rumgelaufen. Heute haben Sie eben diese kleinsten Teile, die in jedes Jacketttäschchen reingehen und so. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Die Kosten sind runtergegangen. Die Technik ist sehr viel benutzerfreundlicher geworden. Aber die andere Sache ist, dass der Mensch ein generisches Kommunikationsbedürfnis hat und die Möglichkeiten, die ihm jetzt durch die Technik gegeben werden, einfach immer weiter nutzt. Also wenn wir uns mal anschauen, den Erfolg von Facebook, wo wir feststellen können, dass es dieses Social Network, dieses Sie vielleicht ganz kurz, was Facebook genau, ist. Das wollte ich gerade versuchen. Das ist eine Plattform, wo Sie ein Profil von sich selber einstellen können mit Foto, mit Beschreibung.
Beschreibungen, was immer Sie dort zur Verfügung stellen wollen. Sie können Ihre Ferienfotos hochladen, Ihre Reiseeindrücke. Sie können Charts oder Videos von beruflichen Vorträgen. Also es geht von sehr privat bis sehr professionell, was dort gemacht werden kann. Und die Kernfunktion bei Facebook ist, dass Sie Freundesgruppen bilden können. Das heißt, Sie können Menschen finden, die auch auf dieser Plattform sind und die anfragen, möchtest du mein Freund werden? Solche Anfragen kriegt man dann eben auch und dann kann man das confirm oder ignore, also bestätigen oder ablehnen und dann ist man befreundet oder nicht. Ist ein interessanter, etwas anderer Begriff von Freundschaft, als ich ihn früher in meinem Leben gehabt hätte. Informationen, die da drauf sind. Genau. Wenn ich hier Freund werde, dann habe ich alle Informationen. Genau, wenn Sie mein Freund auf Facebook werden, dann passiert Folgendes. Wenn ich, wie heute Morgen, ein Foto auf Facebook hochlade, das ich vor wenigen Tagen in Weimar anlässlich des Besuchs von Barack Obama gemacht habe, wo in einer kleinen Konditorei die Pralines mit Yes We Can und Porträt von Barack Obama angeboten werden, das lade ich hoch. Und wenn Sie jetzt auf Facebook gehen, nehmen wir mal an, Sie wären auf dieser Seite und ich wäre Ihre Freundin, dann würden Sie diese Nachricht bekommen. Weil Sie kriegen von allen Freunden, die Sie haben, immer alle Messages sozusagen chronologisch aufgelistet. Mit Fotos, mit Videos, mit Links, die auf irgendwelche interessanten Dokumente im Netz verweisen, was alles möglich ist. Diese Form der Kommunikation, des Community-Buildings, also der Gruppenbildung, der Gemeinschaftsbildung, ist etwas, was wahnsinnig erfolgreich ist im Internet und eben beschreibt, wie stark die Menschen sich vernetzen wollen und kommunizieren wollen. Wie viele Freunde auf Facebook hat denn die Frau Merkel, die sie nicht persönlich kennt? Nicht so viele. Ich würde sagen, so 10, 15 sind es, weil ich am Anfang, als ich mich vor jetzt gut einem Jahr dort angemeldet habe, den Fehler gemacht habe, dass ich dachte, Freunde haben ist schön, ich akzeptiere das mal. Faktisch ist das natürlich nicht der Sinn der Sache, jedenfalls für mich nicht. Ich bin jetzt selektiver, weil wenn Sie mal einen Freund haben, dann werden Sie ihn auch nicht wieder los. Sie können ihn nicht rausschmeißen. Doch, Sie können das. Sie können sich defrienden, so heißt das auf Facebook. Nur das ist natürlich ein wahnsinnig unfreundlicher Akt. Stellen Sie sich mal vor, wir waren ja gerade bei uns beiden im Beispiel, wir sind befreundet und ich stelle jetzt fest, ich möchte mit Ihnen gar nicht länger befreundet sein und dann drücke ich einen Button und defriende Sie. Das ist ja sichtbar für die anderen und da gibt es Riesenkonflikte, also Paare zum Beispiel, die dann sich scheiden lassen und dann sich auf Facebook defrienden, führen darüber manchmal einen virtuellen Krieg auf dieser Plattform, weil das als extrem aggressiver und unfreundlicher Akt gesehen wird. Insofern, ich habe ein paar, die sind auch noch da, aber die meisten Menschen, mit denen ich befreundet bin, sind entweder wirkliche Freunde oder es sind Menschen, die ich aus einem beruflichen Interesse beobachte. Wahlkampfmanager von Parteien zum Beispiel. Gucke ich mir an, weil mich das aus der politischen Kommunikation heraus interessiert, was machen die auf dieser Plattform? Und das kriege ich nur, wenn die sozusagen in meinem Freundeskreis sind. Mein Punkt ist, ich will eigentlich rausfinden, ist das Verhalten, das Sie jetzt beschrieben haben von sich selber, typisch für einen Facebook- Konsumenten oder Nutzer? Nach meinen Beobachtungen ist es eigentlich nicht so, sondern es ist eben das andere. Man will möglichst viele Freunde haben, die man aber eigentlich nicht kennt. Ja. Und da frage ich mich dann halt, was ist der Mehrwert? Beziehungsweise was bringt denn das eigentlich dem sozialen Geschöpf Mensch, wenn er zwar virtuell Freunde hat, die aber eigentlich nicht kennt und vermutlich im ganzen Leben auch nie Chancen haben wird, diese Leute wirklich kennenzulernen? Das ist ja irgendwie schon auch ein bisschen eine, ich sage jetzt mal, beängstigende Dimension, die sich da auftut. Also sie wird dann beängstigend, wenn wir uns vorstellen, dass die analogen, die realen Freundschaften und Beziehungen, die man im Leben hat und die ja wirklich sehr wichtig sind für den Menschen, auch gesundheitlich übrigens wichtig, wie wir ja aus der Hirnforschung wissen. Die Botenstoffaustausche werden durch Geselligkeit, durch Gemeinsamkeit, reales Zusammensein aktiviert. Also wenn das völlig in den Hintergrund geriete und Menschen nur noch auf den virtuellen Plattformen aktiv wären, dann wäre das in der Tat beängstigend. Ich glaube, ganz so ist es nicht. Es ist eine Kombination. Der Mensch ist in seiner lokalen Lebenswelt auch in der direkten Kommunikation immer drin. Mit Kollegen, mit Mitschülern, mit Studenten, Ausbildungskollegen, was auch immer, der Familie natürlich. Aber die andere Welt kommt dazu. Und der Vorteil dieser Welt ist, dass es wirklich die große, weite Welt ist, die nicht durch Budget oder Reiserestriktionen oder anderes begrenzt ist, sondern Sie können mit jedem Menschen auf dieser Welt auf Facebook in Kontakt treten. Ich selber habe immer gedacht, ich möchte das nicht machen. Ich habe es getan, nachdem ich im vergangenen Jahr ein Stipendium für die USA hatte, ein Eisenhower Fellowship. Und dort waren 24 Menschen aus 24 Ländern dieser Welt dabei, als Mitfellows.
Jordanien, Bahrain, Rumänien, Neuseeland. Die kann ich nie im Leben wirklich treffen. Und dann haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet und darüber kommunizieren wir. Und das ist eine sehr schöne Art, die den Kontakt hält, auch ohne, dass man sich wirklich persönlich treffen muss oder ständig treffen kann. Und denen haben Sie jetzt die Schokolade geschickt mit Obama, yes, we can. Die haben auch alle jetzt die Obama-Schokolade heute Morgen oder zu welcher Tageszeit im jeweiligen Land das ist, dann sehen können, ja. Mittlerweile sind es ja, glaube ich, etwa 190 Millionen Menschen, die auf Facebook mitmachen. In der Schweiz, habe ich gelesen, ist die Zahl jetzt auch über 1 Million gestiegen. Schon extrem erstaunlich, oder? Ja. Aber dieses Phänomen, das man ja oft diskutiert hat, befürchtet hat, dass Leute vereinsamen, sie haben zwar viele Kontakte am Computer, schließen sich aber in ihr Zimmer ein, das sehen sie nicht. So glauben sie nicht, dass Massen nur noch über Facebook Kontakt pflegen werden. Das glauben sie nicht. Ich gehöre eigentlich nicht zu den Kulturpessimisten, wenngleich ich schon meine, dass man diese Fragen kritisch immer mal wieder stellen muss. Und sie haben beim Internet, genauso wie bei Computerspielen, natürlich bestimmte degenerative Auswüchse, also bis hin zu Krankheitsbildern, Suchtkrankheitsbildern, wo Menschen einfach nicht mehr davon loskommen. Das gibt es, genauso wie es das im Zigarettenkonsum, im Alkoholkonsum, im Drogenkonsum, in der Arbeit, Sucht, in der Sucht der Nutzung von Blackberries und so weiter gibt. Aber das ist eigentlich die Minderzahl. Also die meisten Menschen können schon aus ihrem Gefühl heraus einschätzen, wie sie damit umgehen und bilden eine Kombination von verschiedenen Formen von Kommunikation und Mediennutzung, die für ihr Leben richtig ist. Aber sind wir wirklich vorbereitet? Wir haben jetzt die Zahlen ja gesehen und letztlich ist es ja auch phänomenal, wie schnell sich das entwickelt hat, nicht? In den letzten 10 Jahren diese exponentielle Zunahme dieser Kommunikationsformen und Kommunikationsmittel. Sind wir als Menschen überhaupt fähig, mit diesem Wandel wirklich umzugehen? Sind wir richtig vorbereitet auch darauf? Das ist die Frage, was Sie mit vorbereitet meinen. Ja, zum Beispiel in der Schule. Werden unsere Schüler genügend zum Beispiel in der Nutzung dieser Kommunikationsmittel ausgebildet? Nein, überhaupt nicht. Und das liegt zum einen daran, dass Sie hier natürlich ein Generationenproblem haben. Die Schüler wissen ja mehr von diesen Kommunikationsplattformen und Möglichkeiten, als die Lehrer es wissen. Mhm. Weil die Lehrer eben in der Regel dann doch ein bisschen älter sind. Genau wie in vielen Elternhäusern die Beziehung von Kindern und Eltern so läuft, dass die Kinder den Eltern erklären, was man im Internet machen kann und nicht umgekehrt. Mhm. Da ist natürlich sozusagen die didaktische oder auch die erzieherische Komponente dann schwer gegeben, wenn man ohne wirklich zu wissen, worum es geht, bei dieser Plattform Internet den Kindern erklären möchte, was darfst du und was darfst du nicht. Deshalb bräuchten wir eigentlich zwei erzieherische Ansätze, die der Eltern oder auch mancher Lehrer und die der Kinder. Ich habe immer mal gesagt, ich finde, in unserer Zeit, in der wir heute leben, bräuchten wir ein Schulfach, das so etwas wie Mediensozialisation, Medienentwicklung, Medienkompetenz, wie immer Sie das nennen wollen, vorsieht. Und zwar wirklich intensiv. Denn erklären Sie mal einem 13-jährigen Jungen, warum er die Bilder der letzten Party, wo er sich möglicherweise zum ersten Mal betrunken hat, nicht auf Facebook stellen soll. In seinem ganzen Freundeskreis ist er mit diesen Fotos cool, finden alle toll und gucken sich an. Die sind aber, die sind in 8 Jahren oder in 10 Jahren immer noch im Internet. Alle Fotos, die sie da reinstellen, bleiben dort drin. Das heißt, der erste Arbeitgeber dieses jungen Mannes, der dann 22 ist und vielleicht nicht mehr sich betrinkt, sondern einfach mal ein normales Leben führen möchte, der findet diese Bilder und wird sagen, ist das derjenige, mit dem wir arbeiten wollen? Nee? Wahrscheinlich nicht. Solche Fälle gibt es zuhauf. Und das sind also Fragen, die man schon frühzeitig ansprechen muss. Und das geschieht in den Schulen aus meiner Sicht absolut nicht ausreichend. Und das geschieht warum nicht? Weil es nicht bewusst ist oder weil sich die Schule diesem Thema verweigert und sagt, das ist nicht unsere Sache, das sollen andere Leute machen? Ich glaube, wir haben Kommunikation immer als was ganz Selbstverständliches betrachtet. Menschen reden miteinander. Punkt. Das muss man nicht weiter erklären. Auch das stimmt schon nicht, weil miteinander reden ist auch eine Kunst, die man mehr oder weniger beherrschen kann. Mit den ganzen technischen Entwicklungen der vergangenen 20 Jahre sind wir längst an einem Punkt, wo man sagen muss, das müsste man wirklich professionell betrachten und eben in den Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisationsprozess von jungen Menschen einbringen. Da habe ich den Eindruck, es besteht eine Angstbarriere, weil was sie vermitteln wollen, müssen sie wirklich verstehen und können. Und es gibt Lehrer, bei denen das der Fall ist, aber es gibt auch viele, bei denen das nicht der Fall ist. Gut, aber das gilt ja für, ich sage jetzt,
Englischunterricht genauso. Also der Lehrer, der das Englisch unterrichten oder die Lehrerin, die Englisch unterrichten muss, die muss Englisch verstehen oder irgendwo ja, ausgebildet sein, um dieses Fach zu unterrichten. Das kann ja nicht wirklich die Hürde sein. Ja, aber vermutlich hat dieser Lehrer Anglistik studiert, nebst Pädagogik und weiß deshalb, wovon er redet. Mhm. Wenn Sie wirklich kompetent über diese Kommunikationsthemen Jugendlichen sozusagen eine Leitlinie geben wollen, dann müssen Sie sich damit beschäftigt haben. Mhm. Und die Vorstellung, man würde das nebenbei mitlernen, ohne sich damit zu beschäftigen, als Lehreranwärter zum Beispiel, die ist falsch. Ja gut, aber Sie unterrichten ja an der Universität St. Gallen Kommunikationswissenschaften. Ja. Das heißt, dort kommen ja ganze Generationen von motivierten Studentinnen und Studenten, die im Prinzip ja didaktisch gesehen vielleicht nicht das können, aber fachlich gesehen ja eigentlich vorbereitet werden. Wie viele von denen werden denn eines Tages Lehrer werden? Wenige. Also wir haben im Wesentlichen Studentinnen und Studenten, die in die Wirtschaft gehen, in die internationalen Beziehungen mhm. gehen, vielleicht auch Journalistinnen und Journalisten werden, im Marketing, im Werbebereich, im Verlagswesen aktiv werden oder eben für Unternehmen in der Kommunikation oder wo immer arbeiten. Das ist so, dass die das natürlich alle lernen bei uns. Also ich mache genau diese Dinge, ich stelle solche Fragen, ich thematisiere all das. Auch wie repräsentiere ich mich selbst im Netz, worauf muss ich achten, wie lerne ich damit umzugehen mit den Technologien, wie lerne ich meinen Fokus zu behalten, Aufmerksamkeit möglichst effizient einzusetzen und so weiter. Aber das sind keine Lehramtsanwärterinnen und Anwärter, sondern das sind junge Leute, die in andere Berufsbereiche gehen. In der Schulausbildung, in der eigentlichen Lehrerausbildung müsste man das verankern. Frau Meckel, ich habe zu Beginn in meiner Anmoderation vom Ärgerfaktor Kommunikation gesprochen und darauf verwiesen, es gibt heute praktisch keinen öffentlichen Raum mehr, in dem man nicht verschont bleibt von Telefonaten, lautstarken Telefonaten. Ist das etwas, was man heute als Teil der modernen Gesellschaft hinnehmen muss? Mindestens ältere Generationen tun sich recht schwer damit. Das ist die moderne Zeit, dieses ständige Hintergrundrauschen von privaten Gesprächen rundum. Also ich tue mich auch sehr schwer damit und mich, um es sehr deutlich zu sagen, mich nervt das regelrecht. Und es gibt ja Räume, in denen man inzwischen versucht, genau das zu vermeiden. Also wenn Sie in einem Zug der SBB fahren, dann haben Sie sogenannte Ruheabteile, was ich eine sehr gute Einrichtung finde, wo weder telefoniert wird, noch überlautstark irgendwie Musik gehört werden kann. Und ich beobachte, dass die Menschen, die sich bewusst in diese Waggons setzen, dieses Interesse auch durchsetzen. Das heißt, wenn jemand also dort sehr lautstark ein privates oder auch ein anderes Handygespräch führt, dann wird er von den Mitfahrenden gebeten, ob er bitte in den Wagen gehen könne, wo das möglich und zugelassen ist. Frau Meckel steht auf und geht hin, wenn Sie in so einen Wagen reisen. Ja. Okay. Also ist eigentlich nur in der Schweiz denkbar. Also es gibt, wenn ich das also richtig weiß... Also meine ich, dass man eben Ruheabteile einführt und draußen Kleber hin mit diesem Zeichen, dass man da ja nicht sich unterhalten darf. Ich bin jetzt zwar Vertreter der jüngeren Generation, ich persönlich finde das eher befremdlich. Also da regt sich bei mir ein tiefsitzender innerer Widerstand, dass mich da jemand bevormundet, wo ich den Mund aufmachen darf ja. und wo eben nicht. Hätte ich vor 10 Jahren auch so gesehen. Und vor 10 Jahren wäre ich wahrscheinlich auch bewusst in dieses Abteil gegangen und hätte irgendeinen Lärm produziert, um mal zu gucken, wie die Menschen reagieren. Inzwischen ist das anders. Ich merke bei mir auch durch diese veränderten Kommunikationsanforderungen, dass mein Ruhebedürfnis größer geworden ist. Und ich muss halt beruflich auch wahnsinnig viel lesen. Und wenn ich lese, muss ich mich konzentrieren. Und dann, wenn ich dann höre, dass jemand das gesamte Abendessen am Telefon durchspricht, direkt neben mir, dann ist das einfach ein Störfaktor. Übrigens haben Sie das zum Beispiel im Thalys zwischen Belgien und Köln in Deutschland haben sie auch solche Einrichtungen. Es gibt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch in deutschen ICEs inzwischen Abteile, die sozusagen handyfrei sein sollen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der dann schon kommt. Also werden wir das Ähnliche erleben, dass der illiberale Staat den Rauchern das Leben immer enger macht, den Handybenutzern das Leben immer enger macht? Glauben Sie, das ist die Gegend? Das ist die Gegenbewegung. Stört Sie das, dass das Rauchen eingeschränkt ist? Ja, ich sag's mal so, es stört mich
es stört mich aus einer grundsätzlichen Überlegung. Ich bin sehr dafür, dass man anständig ist mit seiner Umgebung. Also respektvoll, dass man einen gewissen Gommon, also gute Erziehung praktiziert. Das heißt ja auch, dass man eben nicht lautstark das Abendessen diskutiert, sondern wenn es lautstark sein muss, dann geht man raus und kann das ja draußen machen. Aber was mich ein bisschen stört daran, ist eben die Reaktion, dass man es verbietet. Mhm. Nicht? Das finde ich irgendwo auch eine gewisse Hilflosigkeit, die sich da ausdrückt. Mhm. Also man kann die Menschen offensichtlich, wir haben es vorhin bei der Schule ja gesagt, nicht dazu erziehen, dass sie vernünftig umgehen, sondern nimmt eigentlich die Abkürzung und sagt, dann ist es verboten. Also ich bin bei Ihnen, dass es schöner wäre, wenn man sozusagen durch Selbstorganisation des menschlichen Miteinanders das hinbekommen würde. Meine Erfahrung ist, ganz so einfach ist es nicht. Aber solche Verbote haben immer was Problematisches. Das empfinde ich auch so. Ich glaube, es gibt eine Grenze, die man so beschreiben kann. Also ich habe kein Problem damit, wenn Regeln vorgeschrieben werden, die sozusagen unterschiedliche Bedürfnis- und Lebensformen beide möglich machen. Also ein Restaurant hat einen Teil, wo geraucht werden kann und einen Teil, wo nicht geraucht werden kann. Ne? Oder ein Zug hat einen Wagen, wo ich telefonieren kann und einen Wagen, wo ich nicht telefonieren kann. Dass ich dann gucken muss, steige ich hier oder dort ein, das macht mir nichts. Wo es schwierig wird, ist, wenn ich das wirklich sozusagen rigoros in Grundsätzen umsetze. Es gab für das deutsche Taxiwesen mal eine Diskussion, dass den Taxifahrern das Rauchen im eigenen Auto grundsätzlich untersagt werden sollte. An der Stelle muss ich sagen, da hört es auf. Also ich würde nicht in ein Taxi reinsteigen, wo jemand gerade geraucht hat, weil mich stört das. Aber dass der Taxifahrer, dem das Auto gehört, selbst entscheiden darf, ob er in dem Auto raucht oder nicht, das setze ich dann voraus, auch wenn ich das nicht mag. Also da ist die nächste Stufe, wir verbieten das Rauchen zu Hause in den eigenen vier Wänden. Ob mir das Haus gehört oder ob ich die Wohnung gemietet habe, ist dann egal. Ich darf es einfach nicht mehr. Also da sage ich nie. Das ist eine regulierte Gesellschaft, die ich nicht möchte. Aber ich glaube, man muss die Alternativen bei solchen sehr grundsätzlichen Fragen, die mit gesundheitlichen, psychosomatischen Komponenten zu tun haben, die der Mensch dann doch auch spürt, diese Alternativen kann man schon zur Verfügung stellen. Unsere Sendung trägt ja den Titel Stressfaktor Kommunikation. Und die moderne Kommunikation erlaubt die sogenannte totale Erreichbarkeit, dass man jederzeit erreichbar ist. Das ist für viele Menschen ein Stressfaktor, sagen viele Leute. Ich leide darunter, mich nervt das. Und trotzdem können wir, und ich sage wir können uns dem trotzdem nicht ganz entziehen. Wir tun uns sehr schwer, uns da auszuklinken. Weshalb eigentlich? Weil der Mensch ein Bedürfnis nach Beachtung hat. Er möchte gerne Aufmerksamkeit seiner Umwelt, der ihm nahestehenden Menschen oder auch ihm ferner stehenden Menschen bekommen. Und diese Aufmerksamkeit bekommt er natürlich durch all die Kommunikationsanfragen, die täglich auf uns einprasseln. Also das ist ein Aufmerksamkeitsmanagement, was über diese Kommunikationstechnologien heute läuft, wo ich sehen kann, wie beliebt bin ich. Kriege ich 3 E-Mails am Tag, kriege ich 30, kriege ich 300, habe ich 2 Facebook-Freunde, 20 oder 2000. Das sind natürlich Fragen, die wichtig sind in der Positionierung der eigenen Persönlichkeit in einer Gesellschaft, die als Mediengesellschaft oder als totaler Wettbewerb um Aufmerksamkeit inzwischen sehr stark darauf beruht. Heißt das auch deshalb, auch ist es, stört es mich überhaupt nicht oder stört es viele Leute dann eben nicht in aller Öffentlichkeit, auch Privates, das zu kommunizieren und ständig zu telefonieren, ich glaube, das weil ist man diese Aufmerksamkeit schafft für sich? Ich glaube, das ist ein Zeichen von Rücksichtslosigkeit erstmal. Aber natürlich ist das so, dass man auch Machtdemonstrationen über Kommunikationsmittel vornehmen kann. Also Managerinnen ist der Fall, der seltener ist, die ihre Sekretärinnen öffentlich runtermachen, weil irgendwas nicht geklappt hat, machen das ja vielleicht auch, aber zumindest nicht nur in der Kommunikationsbeziehung, die zwischen dem Chef und der Mitarbeiterin besteht, sondern sie machen das auch, damit die Umwelt sie sieht und hört, guck mal, ich bin so ein richtig toller Typ und ich setze das jetzt mit voller Kraft durch und wenn ich mal anrufe, dann fallen gleich alle vom Stuhl. Das ist eher unsympathisch als Kommunikationsform, aber das erlebt man relativ häufig. Also Aufmerksamkeit und Machtdemonstration, das sind zwei Dinge, die dabei eine Rolle spielen. Aber natürlich irgendwo durch auch, ich sage jetzt mal, ein innerer Prozess, der einfach sich immer verstetigt und eben auch Abhängigkeiten schafft auf die andere Seite. Also die Erreichbarkeit des Managers, das muss ja nicht nur ein Manager sein, kann auch ein Chefredakteur sein, wird heute eigentlich auch erwartet. Ja. 7 Tage, 24 Stunden, die quasi die
Antwortzeit auf ein Mail, wenn das länger dauert, also ich sage jetzt mal ein paar Stunden, fällt das schon negativ auf. Oder es wird zumindest, es weckt beim Betroffenen ein schlechtes Gewissen, dass er sich nicht früher gemeldet hat. Und bei der Vorbereitung, bei der Vorbereitung dieser Sendung haben wir ja nur per Mail miteinander kommuniziert. Und was mich schon auch frappiert hat bei Ihnen, die Antworten kamen instantly, also sofort jeweils. Es war nicht irgendwie, dass ich lange warten musste, 2-3 Tage, sondern egal, wo Frau Meckel war, sie waren, glaube ich, in Amerika, ich bekam eine Antwort. Also da gibt es ja schon auch eine andere Komponente noch des Zwangs, nicht? Teil zu sein eines Systems, in der eben die Erreichbarkeit eigentlich vorausgesetzt wird. Also es gibt natürlich Berufe, in denen das besonders verlangt wird und auch von den Prozessen her fast notwendig ist. Im Journalismus als Chefredakteur ist das natürlich so, dass Sie schon relativ weitreichend erreichbar sein müssen. Ja, aber früher, als das Handy nicht erfunden war, ich sage nicht gerade die Brieftaubenzeit, die Zeitungen waren ja nicht deswegen einfach schlechter. Nö, aber da war es auch so, dass man einmal am Tag durch die Zeitung informiert wurde. Heute werden die Menschen 20 Mal am Tag oder noch häufiger, also quasi im Minutentakt übers Internet über die Aktualität informiert. Und dadurch verschieben sich natürlich die Maßstäbe ganz gewaltig. Aber Sie haben was anderes Wichtiges gesagt, finde ich. Das schlechte Gewissen, was Sie selber bekommen, wenn Sie 2 oder 3 Tage brauchen, um auf eine E-Mail zu reagieren. Das ist das Problem, was wir eigentlich alle haben. Wir setzen auch die Anforderungen, die von der Außenwelt auf uns gerichtet sind, voraus. Das heißt, wir denken die immer mit. Das ist wie so eine Art Schere oder Zensurmechanismus im Kopf nach dem Motto, wenn du eine E-Mail bekommst, dann musst du doch da sofort darauf antworten. Das hat manchmal auch erhebliche Nachteile, wenn man das tut. Also wenn wir einen Termin absprechen, ich sitze zufällig gerade in Chicago auf der Konferenz, wo ich war, morgens am Rechner und Sie schreiben mir Nachmittagszeit in Zürich eine E-Mail, dann beantworte ich die sofort. Ne? Das ist ja gar kein Problem, es verursacht auch keinen Stress. Aber es gibt E-Mails zum Beispiel, die mich ärgern. Mhm. Und es gibt Unternehmen, wir haben da auch einige Forschungsprojekte zu gemacht am Institut, die inzwischen Kommunikationskodizes für das Unternehmen intern, für die Kommunikation erlassen haben, die sagen, auf eine offensive E-Mail, also eine verärgernde E-Mail, darf nicht vor einem Ablauf von 24 Stunden geantwortet werden. Und das ist ziemlich klug. Was nämlich passiert ist, Sie kriegen die E-Mail, Sie regen sich wahnsinnig auf und Sie donnern etwas zurück, wodurch ein Konflikt, der eigentlich vermeidbar wäre, richtig erstmal losgeht. Ja. Also das sind so Dinge. Zeit ist manchmal ein Puffer, der Kommunikation auch einfacher macht. Wobei man da ja auch völlig einverstanden, also das kann man wirklich aus dem praktischen Alltag ja auch nachvollziehen. Noch besser ist es in solchen Fällen ja nicht das geschriebene Wort zu verwenden, sondern eben das gesprochene. Ja. Weil einfach das geschriebene anders wirkt in seiner Klarheit als das gesprochene. Was eben zurückführt zur Frage, wäre es nicht sinnvoller, dass wir vielleicht ein bisschen weniger E-Mail, ein bisschen weniger SMSen und vielleicht wieder ein bisschen mehr auch zum Telefonhörer greifen oder eben das persönliche Gespräch suchen, gerade in einem Betrieb, nicht? Das ist ja schon noch spannend, dass man da auf 5 Meter Distanz gegenseitig die E-Mails hin und her wirft, was ja eigentlich absurd ist. Es gibt Unternehmen, die das inzwischen wirklich sehr, sehr konsequent umsetzen. Also der amerikanische Chiphersteller Intel zum Beispiel hat einen E-Mail-Free Friday eingeführt, einen E-Mail-freien Freitag. Mit der Maßgabe, dass Außenkommunikation, also wenn Kunden etwas wollen, dann darf das per E-Mail beantwortet werden. Aber die gesamte interne Kommunikation darf nicht über E-Mail laufen. Das heißt, es passiert dann genau das, was Sie sagen. Wenn ich mich zum Kaffee verabreden will, wenn ich eine Frage in irgendeinem Projekt habe, dann laufe ich eben mal rüber ins Büro des Kollegen und frage ihn. Ja? Und die Mitarbeiter, die erst sehr, sehr zurückhaltend waren und eigentlich ablehnend waren, haben dann irgendwann gesagt, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Einrichtung, weil wir fangen an, uns einfach mal wieder zu sehen, miteinander zu reden. Ne? Man kommt ins Gespräch und viele Dinge lösen sich sehr viel schneller im persönlichen Gespräch, als wenn man permanent hin und her e-mailt und damit eben auch eine doch etwas reduzierte Kommunikation hat. Das heißt ja eigentlich, man sagt immer so, dass E-Mailen und das totale Vernetztsein, diese totale Erreichbarkeit, das erhöht die Produktivität, oder? Offensichtlich ist man da zum Schluss gekommen, wir müssen zwischendurch eine Pause einschalten, auch um die Produktivität zu fördern. Verstehe ich das richtig? Absolut, ja. Das ist übrigens ein Bereich, also dieser Mechanismus funktioniert einfach nicht so. Je schneller, je besser vernetzt,
desto produktiv. Überhaupt nicht. Es sind oft gegenteilige, gegenläufige Prozesse, die man feststellen kann. Und in dem Bereich gibt es eine ganze Reihe von sehr interessanten Studien. Eine amerikanische Forscherin, Gloria Mark, hat das zum Beispiel untersucht und hat festgestellt, dass unsere Attention Spans, unsere Aufmerksamkeitsspannen, die wir an einem Stück auf eine Aufgabe lenken können, heute im Durchschnitt 2,5 Minuten lang sind. 2,5 Minuten und dann kommt eine Unterbrechung von außen durch eine E-Mail, einen Telefonanruf oder ich unterbreche mich selbst, indem ich gerade nicht weiter weiß und dann was anderes mache, um mich abzulenken. 2,5 Minuten Attention Span und dann brauche ich 25 Minuten, also die zehnfache Zeit, um zu der eigentlichen Aufgabe zurückzukehren nach der Unterbrechung. Das ist ein Produktivitätsverlust, ein Effizienzverlust, der ist enorm. Und es gibt eine Studie einer amerikanischen Unternehmensberatung, die für den US-Markt ausgerechnet hat, dass das im Jahr etwa knapp 600 Milliarden US-Dollar Zeitverlust kostet, weil ein Drittel der Arbeitszeit auf ungewollte und unnütze Unterbrechungen umgerechnet werden kann. Da wären wir eigentlich schon beim Thema konkrete Lebenshilfen. Sie haben den E-Mail-freien Freitag angesprochen. Wie gehen Sie persönlich jetzt damit um? Also wenn Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Tipps geben müssten, dürften, was ist eine vernünftige Form? Ich meine, das sind ja auch wieder ein bisschen so Extreme, nicht? Man verbietet den Mitarbeitern am Freitag per E-Mail zu kommunizieren. Praktikabel ist es ja wahrscheinlich schon, dass man irgendwie versucht, sich vernünftig an eine neue Kommunikationsform heranzutasten. Vernünftig ist ein Lieblingswort von Ihnen. Jetzt muss ich mal zurückfragen, was ist denn vernünftig? Ja, vernünftig wäre für mich eben schon so, dass diese negativen Komponenten, die Sie jetzt da geschildert haben, dass die nicht mehr so negativ wirken, sei es für die Umgebung, sei es für sich selber, sei es eben in der Interaktion mit dem Gegenüber. Vernünftig ist wahrscheinlich schwierig zu definieren im Sinne, das ist pro Individuum festzulegen. Sie haben vermutlich eine andere Toleranzschwelle als ich, was den Störfaktor angeht. Eben, ich habe vorhin ja gesagt, ich finde, Ruhewagen stören mich. Nicht, dass es dort ruhig ist, sondern dass es mir verordnet wird, wann ich ruhig sein zu haben. Und bei Ihnen ist es anders. Das meine ich mit vernünftig. Aber darum frage ich ja Sie. Ich frage nur als Kommunikationswissenschaftler. Ich glaube, ich mache eine ganze Menge sehr unvernünftiger Kommunikation, zum Teil auf Facebook, zum Teil auch per SMS, die aber sehr schön ist, die unterhaltsam ist zum Beispiel oder einfach im Sinne des Socializings, der Gemeinschaftsbildung und Verbindung schön ist. Aber für Sie stimmt es dann auch. Für mich stimmt es dann auch, genau. Aber um sozusagen den Bogen zurückzufinden, was ist vernünftig im Umgang mit den Kommunikationsanforderungen, die ich nicht einfach, weil ich Lust dazu habe, bediene, sondern die ich beruflich oder warum immer bedienen muss. Also ich habe das so gemacht, dass ich einfach ein paar Regeln befolge, die wirklich mir helfen. Das eine ist, es gibt An- und Ausschaltzeiten des BlackBerry, wo ich also über das berufliche Mobiltelefon und über die mobile E-Mail erreichbar bin. Und diese An- und Ausschaltzeiten nähern sich relativ normalen Arbeitszeiten. Und das habe ich automatisch auch eingegeben, damit ich nicht selber auf mich verlassen muss, das Gerät auszumachen, denn ich bin da nicht so verlässlich und deshalb lasse ich lieber das Gerät sich selber ausschalten. Das ist schon mal ein Punkt. Das zweite ist, dass ich in der Tat nicht immer so schnell auf E-Mails antworte, wie Sie es erlebt haben, sondern ich erlaube mir insbesondere, wenn in der E-Mail etwas steht, worüber ich nachdenken muss, dann auch mir Zeit zu nehmen. Und ich sortiere E-Mails in zwei, drei verschiedene Fächer nach Aktualität. Also nicht thematisch geordnet, sondern nach Aktualitätsbedürfnissen. Das, was ich wirklich dringend erledigen muss, mache ich sofort. Allerdings auch nur dreimal am Tag. Ich gucke morgens, ich gucke mittags, ich gucke abends in die E-Mail und dazwischen mache ich das E-Mail-Programm aus. Weil dieses ganze Pling und Leuchten und Fensterchen öffnet sich, das lenkt mich so ab. Ich gucke dann immer, weil ich bin einfach zu neugierig. Deshalb schalte ich es aus. Und die E-Mails, die dann nicht so dringend sind und über die ich nachdenken muss, die mache ich in einer geballten Zeit, so alle zwei, drei Tage und beantworte sie dann in Ruhe und auch substanziell. Also das sind so ein paar Wege, wie man reagieren kann. Und ich habe auch unvernünftige Formen, um auf Kommunikation zu reagieren. Also Menschen, die zum Beispiel immer mit dem Ausrufungszeichen im E-Mail-Programm, mit dem High-Priority-Modus kommunizieren, die fange ich an total zu ignorieren. Weil das geht mir auf die Nerven. Denn ich denke, dass jeder Verantwortung übernehmen muss für die Kommunikation, die er gestaltet. Und Menschen, die immer alles unter höchste Priorität aussenden,
schieben einfach die Verantwortung ab. Ich muss dann selber entscheiden, was mache ich damit. Und ich verlange, dass ich eine höchste Priorität-E-Mail nur dann bekomme, wenn es wirklich höchste Priorität ist. Und nicht, wollen wir einen Kaffee trinken? Ausrufungszeichen. Das ist Unsinn und darauf reagiere ich dann auch nicht. Also schmeißen Sie es dann raus? Ich schmeiße es einfach raus, ja. Und diese vielen E-Mails, CC, die man immer heutzutage erhält, oder wo Sie sehen, die gehen auch noch um 15, 20 andere Leute. Die lösche ich, bevor ich sie überhaupt aufgemacht habe. Ach so, ja. Okay. Da gehen Ihnen vielleicht mal auch Dinge durch die Lappen. Nehmen Sie das in Kauf? Ich nehme das in Kauf, weil auch da gibt es Erfahrungen, die zeigen, so schlimm ist das nicht. Also es gibt ja bestimmte Services, wo Sie einstellen können, dass besonders dringliche E-Mails in eine Sonderbox automatisch geordnet werden. Das neue Microsoft Vista ist gar nicht mehr so neu, hat das zum Beispiel. Und wenn Sie dann Manager hören, die beschreiben, dass sie das aus Versehen aktiviert haben und alle super dringlichen E-Mails über fast 2 Monate in diese Box geleitet wurden, ohne dass derjenige, der die Box besitzt, das wusste. Und dann kommt nach 2 Monaten eine Nachfrage. Und er stellt fest, ich habe 340 super dringende E-Mails und bei einer einzigen hat es eine Nachfrage gegeben. Dann kann man daraus ableiten, irgendwas stimmt nicht mit unserer Prioritätensetzung. Und das muss man selber für sich einfach ein bisschen niedriger hängen. Gibt es Schätzungen, wie viel Prozent eigentlich des täglichen Datenaustauschs wirklich relevant sind? Ich will jetzt das Wort vernünftig nicht wieder in den Mund nehmen. Ist es über 50%? Ist es nahe bei 100%? Oder? Die Relevanz? Ja. Also jetzt aus wissenschaftlicher Optik betrachtet. Es gibt solche Daten nicht, aber es gibt manche Regeln, die für Kommunikation im digitalen Zusammenhang überhaupt gelten. Und ich glaube, die gelten auch für Relevanz. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich wundern. Ich würde sagen, 1% aller Kommunikation ist höchst relevant. 10% aller Kommunikation ist relevant. Und 89% ist mehr oder minder Junk, Spam, also nicht relevant. Gut, aber die Frage ist, wie sortiere ich das aus, oder? Das muss ich lernen. Das muss ich lernen. Ich muss es üben und lernen und ich muss den Mut haben zur Ignoranz. Also ich glaube wirklich, wir sind auf dem Weg in eine Kultur der Zerstreuung in verschiedener Hinsicht. Man kann sich das so vorstellen wie Sisyphus, der den Stein hochrollt und kurz vom Ziel rollt der Stein wieder zurück, prallt unten auf und zerspringt in Millionen von Einzelteile. Manchmal ergibt sich daraus ein schönes Bild, aber manchmal muss ich anfangen, das alles wieder zusammenzusuchen. Dann geht der Prozess von vorne los. Und wir müssen den Mut haben, manchmal ignorant zu sein gegenüber den Dingen, weil in der Kommunikation sich das Wichtige irgendwann den Weg bahnt. Derjenige, der wirklich was von Ihnen will, meldet sich wieder, wenn Sie nicht reagiert haben. Wenn wirklich was wichtig ist, fangen Sie irgendwann an, das zu merken, sich daran zu erinnern, selbst aktiv zu werden. Man muss nicht auf alles sofort reagieren. Man muss sich nicht von allem ablenken lassen. Sind wir da wirklich so frei? Ich meine, sind Sie als Professorin nicht auch in einer gewissen privilegierten Lage, dass Sie viel eher sagen können, das interessiert mich nicht, das lege ich weg und anderes weniger? Das mag sein, aber ich bin ja in vielen Forschungsprojektzusammenhängen mit der Wirtschaft, zum Beispiel auch mit Unternehmen, die natürlich die Kommunikationsformen pflegen, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Und trotzdem versuche ich auch dort, bestimmte Regeln einzuhalten. Und meine Erfahrung ist, dass die Sensibilisierung auch in Unternehmen inzwischen sehr viel größer wird. Dass man erkennt, wie viel Produktivitätsverlust, wie viel Effektivitätsverlust damit verbunden ist, wenn es nicht gelegentlich Konzentrationsphasen, Slowdown-Momente gibt. Wenn Sie in SMS-Form in dieser Kürze unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zum Schluss etwas sagen müssten, Zuschauer, die sich überfordert, getrieben fühlen von SMS, von Mobiltelefon und so weiter, was würden Sie ihnen in SMS-Form sagen? Gelegentlich zur konzentrierten Form angesichts der Uhr, die langsam abläuft. Gelegentlich abschalten, um in dem Moment dann wirklich für etwas oder jemanden da zu sein. Okay, Frau Meckel, recht herzlichen Dank für dieses Gespräch. Nehmen wir uns das zu Herzen. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch recht herzlichen Dank für Ihr Interesse. Selbstverständlich nutzen auch wir, was uns die moderne Technologie zur Verfügung stellt. Sie können diese Sendung deshalb auch im Internet sehen unter www.nzz.ch. Das war NZZ Standpunkte, 2 Journalisten, ein Gast, unsere letzte Sendung vor dem Sommer. Denn auch wir machen Sommerpause. Unseren nächsten Gast empfangen wir deshalb erst in 2,5 Monaten, am 13. September genau. Es wäre schön, Sie wären auch dann wieder dabei. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer. Auf Wiedersehen.